Eigentlich ist es derzeit relativ ruhig. Die Aktienmärkte, naja, übergeordnet in einer Seitwärtstendenz. Man hat neue Allzeithochs erreicht, dann Korrektur, dann rauf, runter, runter, rauf. Jetzt wieder ein bisschen rauf. Es scheint nicht so wahnsinnig viel zu passieren. Aber eins ist vielleicht etwas, was uns noch lange beschäftigen wird. Wir stehen hier möglicherweise am Beginn einer Entwicklung, nämlich dem Kontrollverlust der Fed und anderer Notenbanken. Und anhand ein paar Streiflichtern möchte ich zeigen, was damit gemeint ist. Zunächst mal, die Notenbanken kontrollieren alles. Die Märkte tanzen nach der Musik der Notenbanken. Das zeigt hier folgende Grafik, was Sie hier sehen. Stocks, Bonds, Commodities und die Bilanzsumme der Fed. Oben sehen wir, die Rohstoffe sind nach oben gegangen. Wir sehen an zweiter Stelle hier die High Yields, also praktische Junk Bonds, die Kurse gehen nach oben, die Risikoprämien gehen gleichzeitig nach unten. Hier gelb dann die Bilanzsumme der Fed und unten ist der S&P 500. Also irgendwie alles eine Soße, alles sieht ganz ähnlich aus. Das zeigt, dass letztendlich an den Märkten entscheidend ist, was macht die Fed, was machen andere Notenbanken, was macht vor allem die US-Notenbank als die mit Abstand wichtigste. Und solange die Fed hier eine Platte auflegt, dann tanzen sie alle, egal, ausnahmslos, an allen Fronten wird getanzt. Und wenn die Musik aufhört, dann wird an allen Fronten wahrscheinlich auch die Musik aufhören. Man könnte vielleicht auch einen Chart von Kryptowährungen oder von Bitcoin hier drunter legen. Es wäre ziemlich dasselbe, vielleicht noch ein bisschen steiler, aber das Grundprinzip ist klar, alles tanzt nach dieser Musik. Aber was ist, wenn die Musikanten plötzlich ein Problem mit der Tonalität bekommen? Was passiert dann, wenn sie aus dem Tritt geraten, wenn der Rhythmus verloren geht? Und das könnte bald auf uns zukommen. Gestern, und das war wirklich fast schon erschütternd, was hier Jerome Powell geliefert hat, da ging es um neue Zahlungssysteme, ging es um Digitalwährung, ging es um die Digitalwährung der Fed. Paul hat gesagt, ja, wir wissen noch nicht, ob wir die einführen wollen. Das klingt alles nicht so wirklich überzeugend, was da gesagt wird. Und man hat letztendlich eine Entwicklung verschlafen. Das hat sich in dieser Videobotschaft gezeigt. Die Fed hat nicht kapiert, was da letztendlich mit den Kryptowährungen in die Welt gekommen ist, respektive mit der Technologie, die diese Kryptowährungen nutzen. Man hat sich lange ausgeruht und hat gesagt, ja gut, wir haben doch hier die Weltreservewährung, alles gut, und sieht jetzt, oh, da entstehen Entwicklungen, die wir nicht mehr so kontrollieren können. Und man kommt jetzt auch zu der Erkenntnis, dass die eigene Digitalwährung möglicherweise nicht so der letzte Schrei sein könnte. Das heißt, man hat kein wirkliches Gegenmittel. Das zeigt hier vielleicht auch dieser Artikel bei MarketWatch. Denn für viele, die jetzt sagen, okay, was ist der Vorteil von Bitcoin? Es ist ein dezentralisiertes System. Das wäre eben eine digitale Währung, die durch die Fed emittiert wird oder durch die EZB eben nicht. Das wäre praktisch nur eine digitalisierte Form von Fiat-Geld. Und da würden viele sagen, naja, wo ist der Unterschied? Es bleibt der Fiat-Geld, nur halt in digitaler Form. Also da ist die US-Notenbank unter Druck und es ist vielleicht kein Zufall, dass gestern diese Aussagen von Janet Yellen kamen in Sachen Bitcoin, in Sachen Regulierung, in Sachen Gebrauch von Steuervermeidung, von Steuerhinterziehung, von Kriminalität und dann gestern diese Rede von Jerome Powell, in der er angekündigt hat, ja, wir werden eine breite gesellschaftliche Diskussion hier starten und im Sommer dann ein Papier vorlegen, aber man ist hier hinter der Kurve. Vielleicht ist man auch in Sachen Inflation hinter der Kurve, aber hier ist es ganz eindeutig, dass man hinter der Kurve ist. Und man ist in einem anderen Bereich hinter der Kurve, der vor allem kurzfristig gefährlich ist, nämlich am Repo-Markt. Wir sehen wieder Stress am Repo-Markt. Es ist ja faktisch so, die Amerikaner emittieren Staatsanleihen in massiver Form. Die Verschuldung der USA steigt massiv. Man hat ja durch Stimulus alles gerettet, was nicht auf den Baum gekommen ist. Der Schaden durch Corona war viel geringer als das, was letztendlich hier an Neuverschuldung hinzugekommen ist. Man hat also extrem viel Geld in die Märkte gepumpt. Was passiert mit diesen Staatsanleihen? Die werden teilweise aufgesogen durch die Fed, denn die kauft ja im Rahmen ihres QEs Staatsanleihen, aber auch andere Papiere. Und jetzt ist das Problem, dass sie diese Staatsanleihen wieder an den Markt zurückgibt in sogenannten Reverse Repos. Und die Banken sind damit schlicht überfordert. Ihre Bilanz ist gar nicht groß genug, um diese Volumina aufzunehmen. Und wir stehen ja
oder sind ja noch lange nicht am Ende des QE. Da kommt jetzt ungefähr noch $1 Billion nochmal obendrauf, weil die Fed ja weitermacht mit diesen Aufkäufen und die US-Regierung ja weitermacht mit dieser immensen Verschuldung, mit dieser immensen Emission von Staatsanleihen. Mithin haben wir also viel zu viel Staatsanleihen im Umlauf und das ist zu viel für die Märkte, das ist zu viel für die Bilanzsumme der Banken und da gibt es schon klare SOS-Signale. Das wird wieder eine lustige Geschichte, erinnern wir uns vor Corona. Ich glaube, es war im September 2019, wenn ich das erinnere, hatten wir einen richtigen Repo-Crash, eine Repo-Krise, wo es zu schweren Verwerfungen an diesen Markt kommt, der ja grundsätzlich so funktioniert. Jemand hinterlegt eine Staatsanleihe als Sicherheit und bekommt dann Cash dafür, bekommt also Liquidität. Und dann zahlt er diese Liquidität zurück und bekommt seine Staatsanleihen zurück. Das ist der sogenannte Repo-Markt. Aber darauf wird zu achten sein, das ist ein spannender Prozess. Da werden sich einige Dinge in nächster Zeit ergeben. Also, man hat einen Kontrollverlust derzeit am Repo-Markt durch die Fed. Und wir haben einen Kontrollverlust, was die neuen Zahlungstechnologien, die neuen monetären Systeme durch eben Verwendung neuer Technologien, meist auf Blockchain basierend und Kryptowährungen basiert. Da ist die Fed ziemlich hinter der Kurve, ist sie in Sachen Inflation hinter der Kurve? Das wäre dann die dritte Frage. Aber schauen wir mal, was sie derzeit verursacht, die Fed, nämlich welche Auswirkungen das hat. Wir haben hier mal einige Aussagen zum US-Immobilienmarkt. Hier sehen wir, dass wir extrem wenig Angebot haben jetzt am Immobilienmarkt. Es kommen also viel weniger Häuser auf den Markt. Warum? Weil eben hier die Gesetzgeber gesagt hat im Rahmen der Corona-Krise, also wir lassen praktisch keine Zwangsversteigerungen mehr zu. Dadurch kommt eben regelmäßig auch wieder Angebot auf den Markt. Leute, die ihre Raten nicht bedienen können, dann wird das Haus verkauft. Das fehlt jetzt, während gleichzeitig eben die Leute alle Häuser kaufen wollen und viele Hausverkäufer, Hausbauer, Firmen, die Häuser verkaufen, die öffnen nicht mal während ihrer Geschäftszeiten die Tür, wenn da jemand klingelt, weil sie sagen, egal, wenn ein Haus auf den Markt kommt, ist es innerhalb einer Stunde verkauft. Warum sollen wir da uns den Stress machen und die Tür aufmachen und dann kommen hier die ganzen Trauben an Interessenten rein? Brauchen wir gar nicht, wir kriegen das Haus so oder so verkauft. Also wir haben einen absolut heiß laufenden US-Immobilienmarkt. Das bedingt einerseits durch die Rettungspolitik des Staates, der US-Regierung, andererseits bedingt eben durch die ultralaxe Geldpolitik der Fed. Der Einzige, der das thematisiert, ist Robert Kaplan von der Dallas Fed, der sagte, der Hausmarkt läuft heiß, während Jerome Powell sagt zum Beispiel, ja, es wäre schön, wenn da mehr gebaut werden könnte angesichts des massiven Nachfrageschubs, den wir derzeit sehen. Also hier werden die Probleme negiert. Aber wir wissen durch das Fed-Protokoll, dass viele Fed-Mitglieder Ähnliches denken wie Robert Kaplan, aber es eben nicht öffentlich sagen. Denen ist klar, was da läuft, dass wir da wieder mal eine Blase sehen. Und das in einer Situation, in der die US-Wirtschaft nicht so performt, wie man sich das erhofft hat. Wir sehen hier den City Economic Surprise Index, also ein Indikator, der bemisst, wie ist die Erwartung an Konjunkturdaten und wie kommen sie da faktisch rein. Und wir sehen es das erste Mal seit Mai 2020, also seit Corona-Krise, sind wir unter Null gefallen. Also wir haben signifikante Enttäuschungen gestern. Wieder Immobiliendaten, wir hatten die ISM-Indizes schwächer, wir hatten Retail-Sales schwächer, also die Einzelhandelsumsätze und wir hatten Arbeitsmarktdaten schwächer. Gestern der Philly-Fed-Index schwächer. Erstanträge waren gerade, was die Continuing Claims, die fortgesetzten Anträge betrifft, auch schwächer. Also es ist derzeit gar nicht so rosig, was da passiert. Und das hat vielleicht den Märkten gestern auch nochmal den Aktienmärkten Auftrieb gegeben, weil sie sich sagen, hey, je schlechter die Daten, umso länger muss die Fed ihre ultralaxe Geldpolitik fortsetzen. Und die Schwäche der Daten, die wir hier sehen, der Konjunkturdaten, sorgt auch dafür, dass die Inflationserwartungen wieder fallen. Hier sichtbar in den sogenannten Break-Evens. Die also bemessen, wie schaut es aus mit der Erwartung, wie ist die Inflationserwartung, die ist jetzt wieder zurückgegangen und normalerweise steigt die Inflationserwartung und steigt der S&P 500 mehr oder weniger parallel. Warum? Weil das sozusagen eine Form von Konjunkturoptimismus ist, Reopening der Wirtschaft. Das heißt, anziehende Inflation ist gut auch für die Aktienmärkte, weil eben hier Nachfrage ist, weil die Wirtschaft läuft, weil die Wirtschaft brummt, solange die Fed die Füße stillhält und nicht auf die Bremse tritt, ist alles gut. Und so sehen wir hier folgende Entwicklungen. Wir sehen den Dow Jones 0,5% im Plus. Gestern der große Gewinner, Nasdaq 1,77% im Plus, schwächer die Small Caps vor allem.
Wir sehen den Technologiesektor mit 1,9% klar führend, während Energie gestern wieder schwach war. Der Ölpreis ist gefallen, die Finanzwerte waren schwach, weil die Renditen teilweise eben zurückgekommen sind. Nur in Europa steigen die Renditen, das ist auch eine interessante Entwicklung. Wir sehen, die 10-jährige Bundesanleihe geht in Richtung Null aus diesem negativen Sektor, bald vielleicht positiv, während die US-Staatsanleihen nicht mehr so richtig vom Fleck kommen. Die Renditen steigen nicht so gut für Finanzwerte, aber schauen wir uns mal den S&P 500 an. Hier sehen wir dieses Auf und Ab, Allzeithoch 4240 um und bei, dann ging es runter auf 4060, dann wieder rauf, bisschen runter, rauf, wieder runter, jetzt wieder rauf. Wir sind hier in einer vielleicht Top-Bildungsphase, werden wir sehen. Jedenfalls ist es nicht mehr so klar nach oben gerichtet wie noch vor einiger Zeit. Diese 4050er, 4060er Marke beim S&P ist entscheidend. Und hier schauen wir uns mal den Nasdaq an, anhand des Triple Q, gestern ziemlich wenig Volumen wieder. Aber sei es drum, wir sind in dieser Seitwärts-Range, sind einmal nach unten ausgebrochen, sind einmal nach oben ausgebrochen und sind jetzt auf dem Weg vielleicht wieder oben zu dieser Widerstandszone. We will see. Tech profitiert dann, wenn die Anleihenrenditen wieder fallen. Und in Sachen Energie, ich hatte es vorhin angesprochen, schlechtester Sektor, jetzt kam gestern die Meldung, dass wohl die Sanktionen gegen den Iran aufgehoben werden. Das bedeutet konkret, dass eben der Iran wieder sein Öl in den Markt geben kann. Das war ja lange nicht der Fall. Damit entsteht mehr Angebot. Das hat dann Auswirkungen auf die Preise. Und unten sehen Sie, dass der Ölpreis hier WTI durch diese Wedge gebrochen ist. Also da ist jetzt charttechnisch ein kleiner Schaden entstanden, zumal Iran eben sagt, wir werden jetzt versuchen, so viel Öl wie möglich zu produzieren und auf den Markt zu schmeißen. Und Öl ist wichtig eben auch für Inflation. Normalerweise folgt der Ölpreis oder folgt die Verbraucherpreisinflation dann dem Ölpreis mit einem Abstand, aber doch die Strukturbewegungen sind dieselben. Dementsprechend ist sehr, sehr wichtig in Sachen Inflation, wie der Ölpreis sich entwickelt. Wenn der jetzt zurückkäme, dauerhaft zurückkäme, dann wäre das eben inflationshemmend, kann man sagen. Und die Inflation in Sachen Tesla haben wir ja auch gesehen, der Preis massiv nach oben gegangen für die Aktie. In diesem Jahr läuft es nicht mehr so rund und jetzt gibt es interessanterweise ein Gutachten, das Tesla selber in Auftrag gegeben hatte, dass hier einige Gefahren lauern in Grünheide bei diesem Bau. Da könnten giftige Gase und Explosionen entstehen. Das könnte nochmal hier Tesla zurückwerfen, was hier Grünheide betrifft. Und in China die Meldung, dass man verbannt hat Tesla-Fahrzeuge aus Regierungsinstitutionen, eben weil man sich sagt, ja, da sind Kameras drin, da könnte Tesla letztendlich uns beobachten, das wollen wir nicht, also der Kampf, der geht weiter. Tesla wird wohl in China nicht allzu viel reißen, so ist zu vermuten. Wir reißen auch nicht, anderes Thema, so viel in Sachen Energie. Effizienz, wir haben ja den wunderbaren Schwenk gehabt von Angela Merkel in Sachen nuklearer Energie, Atomkraftwerke. Das Argument war, und das fand ich alles andere als schlüssig, ja gut, wenn in Russland ein Atomkraftwerk explodiert wie in Tschernobyl, die Russen, das sind ja Kommunisten, die können es nicht, ja, aber in Japan, wenn da eins praktisch in die Luft fliegt mit Fukushima, dann hat das was zu bedeuten. Deswegen sind wir ausgestiegen aus der Atomkraft. Aber es ist, oder steigen aus der Atomkraft. Hier schauen wir uns mal an, welche Folgen sozusagen die verschiedenen Länder haben in Sachen Klimaerwärmung, in Sachen CO2-Emissionen. Und da sehen wir China mit Abstand ganz, ganz vorne. Dann kommen die USA, dann kommt die EU27 mit UK. Dann kommt schon Indien, dann kommt Russland, das vergleichsweise für die Einwohnerzahl doch ziemlich viel CO2 hier produziert. Das Problem, das ich sehe, das wir derzeit letztendlich haben, wir sagen, wir gehen aus der Atomkraft raus. Allerdings ist es eben so, dass letztendlich dann, wenn der Strom nicht kommt, weil zum Beispiel unsere erneuerbaren Energien nicht funktionieren, wie Strom oder Solar, weil eben die Sonne nicht scheint oder kein Wind ist, dann müssen wir den Strom wieder importieren. Das tun wir dann meistens von irgendwelchen
Kraftwerken, Kohlekraftwerken oder anderen Kraftwerken in Tschechien, in Polen oder eben auch in Holland. Da freut man sich, da baut man nämlich neue Atomkraftwerke an die Grenze zu Deutschland. Wird hier überhaupt nicht thematisiert, interessiert uns nicht. Hauptsache, wir sind die Guten und sind aus der Atomkraft ausgestiegen. Faktisch ändert sich aber damit nicht unsere CO2-Bilanz. Das ist das Blöde. Wir haben aber ein super Gewissen. Am deutschen grünen Wesen wird jetzt dann die Welt genesen. Faktisch verschieben wir, verlagern wir die Probleme. Und die anderen lachen sich ins Fäustchen wie die Holländer, die bauen diese Atomkraftwerke an die Grenze. Die werden dann wahrscheinlich unseren Atommüll auch nehmen für teuer Geld und werden uns dann Atomstrom liefern, wenn wir ihn brauchen. Hurra, wir haben alles richtig gemacht. Das ist natürlich ein richtiges Problem. Die EU selber hat Atomkraft als nachhaltig eingestuft, nachhaltige Energie eingestuft. Und die Niederländer sagen, ja Mensch, mit unseren CO2-Emissionen, da haben wir ein Riesenproblem. Also werden wir Atomkraftwerke bauen, um das Problem in den Griff zu kriegen. Ich persönlich halte Atomkraft für sehr, sehr schwierig, auch wegen den Gefahren natürlich, wie wir gesehen haben, aber vor allem mit den Folgewirkungen. Dieser ganze Atommüll, der anfällt, der tausende von Jahren aktiv bleibt, den man verbuddeln muss, um den sich unsere Nachfolgegenerationen kümmern müssen. Und das, weil Atomstrom vielleicht ein Ticken günstiger zu produzieren ist als anderer Strom, auch das macht keinen Sinn. Aber es ist eben eine schwierige Diskussion und wir Deutschen sind immer irgendwie so dabei, uns als die besten Menschen der Welt zu fühlen und gleichzeitig aber die Probleme auf die anderen abzuwälzen. Und das stinkt mir ein bisschen und das vielleicht eine kleine Bemerkung in Sachen Grüne Partei und Frau Baerbock. Das soll es erstmal gewesen sein. Die Fed verliert ein bisschen die Kontrolle. Repo-Markt und Kryptowährungen, da ist man hinter der Kurve, wenn jetzt diese ganze Geschichte mit der Inflation auch noch explodieren sollte. Derzeit gibt es ein paar Gegenkräfte, fallender Ölpreis, Inflationserwartungen sinken, aber das kann temporär sein. Dann hat die Fed ein richtiges Problem, die Märkte tanzen nach der Musik der Fed. Wenn die Fed aber den Rhythmus verliert, dann werden auch die Märkte den Rhythmus verlieren. Das ist eine übergeordnete, längerfristige Beleuchtung der Situation, hat mit Trading, mit kurzfristigem Trading natürlich erstmal nichts zu tun. Jetzt aber wünsche ich einen wunderbaren Start in diesen Freitag. Montag ist ja Pfingstmontag, DAX geschlossen. Heute Abend nochmal ein Marktgeflüster und dann geht's am Dienstag weiter. Ich sag Servus und ciao.